Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zum dreckigsten Kanal, den die Welt je gesehen hat. Und wir haben No Destroy November. Also hört auf, mich abzufacken, wann die nächste Zerstörung kommt. Die nächste Zerstörung kommt im Dezember. Ba-ba-ba. Junge, wir müssen diesen Rollerfahrer hier vorne überholen. Junge, was ist hier los, Alter? Der fährt nicht mal 50, 40 km/h, Junge. Ui, Junge, Alter. Steig lieber um auf Fahrradbre. Das ist schneller. Oh, hier können wir ihn überholen. Schnell, 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 schnell. Oh, yeah! Und jetzt fahren wir hier auf diesen dreckigen Parkplatz und suchen eine Mülltonne, Digga. Wir haben lange keine Mülltonne mehr umgeklatscht, weggeklatscht, Junge. Wieso ich die keine Mülltonne? Boah, jetzt hätte ich Bock auf Handbremsen-Action, aber dieser scheiß Golf hat keine Handbremse. Boah. Leider keine Mülltonne am Start. Ja, Leute, was machen wir heute? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wisst ihr, ich habe ja gesagt, dass ich den November ein bisschen chilliger angehen will. Ich habe jetzt so krass durchgezogen. Ich glaube, mittlerweile sind es jetzt schon, ich weiß gar nicht, im März habe ich, glaube ich, mit der ersten Zerstörung angefangen. Wir haben November. Rechnet selber hoch. Es ist ziemlich lange. Mehr als ein halbes Jahr zerstöre ich hier auf diesem Kanal, auf diesem Dreckskanal Autos. Jetzt kann man auch ein bisschen chillen. Und das ist auch gut so, denn wir werden die Zeit jetzt im November nutzen, nicht nur, um mit dem SLK irgendwo hinzufahren, das natürlich auch. Ich werde auch ein bisschen Landstraße mit dem SLK brettern. Aber ich habe mir auch gedacht, ich mach so ein paar Real Talk Videos. Und ihr könnt jetzt in die Kommentare rein pfeffern, über was für Themen wir so reden sollen. Ihr könnt jedes Thema, Junge, da reinschreiben. Da ist wieder dieser Rollerfahrer. Bruder, hier, euer Big Up. Wo will er hin? Wohin willst du, Bre? Bro, wo lang geht's da? Oh, nice. Hier darf man reinfahren. Ah, für die nächste Zerstörung weiß ich Bescheid. Real Talk, Real Talk, wo bin ich stehen geblieben? Real Talk, Real Talk, genau. Euch hat gestern das Real Talk sehr gefallen, was mich auf jeden Fall freut. Ist auf jeden Fall nice, auch eine Abwechslung zu dem ganzen Scheiß, den ich hier produziere. Ein bisschen nicer, sinnvoller Content ist auch nicht schlecht ab und zu mal. Und wenn der ein oder andere etwas daraus ziehen kann, freut es mich umso mehr. Deswegen schallert alle rein, schallert Themen rein und wir machen einfach so. Der nächste Top-Comment, ja, darüber werden wir reden in den nächsten Videos. Ich weiß nicht, wann ich das Real Talk-Video mache. Morgen kommt noch mal ein SLK-Video. Ich will unbedingt noch mal Landstraße brettern, vielleicht in Frankfurt oben im Taunus. Heute wäre eigentlich das perfekte Wetter, aber ich bin heute bei meinen Eltern. Es gibt sowas, das nennt sich Real Life. Euch ist das bestimmt auch nicht bekannt, genauso wie mir, weil ihr jeden Tag auf Hubporn und Pornhub chillt. Bei mir ähnlich, ganz ähnlich. Ich chille auch sehr oft auf diesen zwei Plattformen, obwohl es die ein und selbe Plattform ist, nur anders geschrieben. Ah, Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer! Da ist ein Mülleimer. Ich glaube, den haben wir schon mal weggeschallert. Ja, den haben wir schon mal weggeschallert mit dem Golf. Aber was wollte ich sagen? Ach so, bei mir gibt es noch dieses scheiß YouTube, Digga, diese YouTube-Sache. Scheiß drauf, dann haben wir ihn halt weggeschallert. Dann schallern wir ihn nochmal weg. Ist mir scheißegal. Digga, ich wollte Handbremse anziehen. Geht nicht. Ey, das ist aber auch geil hier. Ein bisschen alte Zeiten zurückholen. So habe ich ja angefangen. Viele von euch wissen das gar nicht. Ich habe mit dem Golf hier angefangen und mit Mülleimer klatschen. Viele von euch wissen das wirklich nicht. Komm. So habe ich angefangen. Schöner Schlag nach dem Mülleimer, du kleiner Mülleimer. Oh, Portemonnaie verloren. Du einfach Portemonnaie beim Mülleimer wegschallern verloren. Ja, so hat alles angefangen, Digga. Mit diesem Auto. Warte mal, ich kann ja mal erzählen, wieso das überhaupt so dazu gekommen ist, dass ich mich dazu entschieden habe, mit dem Auto Videos zu drehen. Und zwar, das war November letztes Jahr, 2020 war das. Da habe ich auch noch Motorvlogs gemacht mit meiner Triumph, mit meiner dreckigen, hässlichen Triumph. Wirklich, das ist das hässlichste Motorrad. Ach komm, ich bleibe mal ein bisschen draußen. Ist voll warm, Alter. Hier, komisch. Ich wollte eigentlich so Motorvlogger werden. Der neue Motorvlogger in der Szene, der alles zerreißt. Irgendwie kam dann der Winter. Da ich mich aber entschieden habe, jeden Tag ein Video zu droppen, musste ich weiterdrehen. Ich war irgendwie gezwungen, dann mit dem Golf weiterzumachen. Und das hat mir so krank Spaß gemacht, dass ich einfach irgendwann mal mein Motorrad verkauft habe. Und ja, mich dazu entschieden habe, komplett mit Auto durchzuziehen, weil, wenn man so überlegt, es gab noch keinen, ja, Auto-Vlogger, sage ich mal so, der das komplett krank durchgezogen hat. Ich verstehe auch nicht, warum. Eigentlich ist es voll einfach, sich so eine dreckige GoPro auf den Kopf zu setzen. Natürlich ist es extrem auffällig und peinlich, Alter, weil man jeden Tag angeguckt wird. Aber ich habe mich daran gewöhnt schon. Ja, komm, wir fahren mal weiter. Jetzt wissen auch die Leute, die keine Ahnung von mir haben, die sich nur die Zerstörungsvideos reingezogen haben, warum ich hier bin, Digga. Wieso ich überhaupt angefangen habe mit YouTube? Nee, was haben wir? Jo, Digga, ich komplett wieder falsch artikuliert, Junge. Ich bin so behindert, Junge. Ey, ich hab heute, passt mal auf, Leute, heute habe ich ein Video geguckt von Maestro. Ich weiß nicht, ob ihr diesen YouTuber kennt. Der ist auch in demselben Netzwerk drin wie ich. Ich habe irgendein Video von ihm geguckt von Auswandern und so.
Bro, ohne Scheiß, er sagt auch im Video, dass er sich sehr, sehr gut artikulieren kann, sehr eloquent ist. Sagt man das so? Eloquent. Wenn ich mir sowas anschaue, Bro, Digga, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Wie kann man sich so krank artikulieren? Es ist echt brutal. Egal, bei mir ist so, egal wie viel ich lese, egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie krank ich mich weiterbilde oder sonst was, meine Sprache verändert sich nie. Ich bleib immer ein dreckiger Kanacke. Einfach ein dreckiger Kanacke, der sich überhaupt nicht artikulieren kann. Okay, ein bisschen besser bin ich geworden, jetzt durch die Videos, aber so wie er sich, Digga, eloquentemente artikuliert, das ist krank. Und ich verstehe auch, er sagt im Video, dass es Leute gibt, die das, die haten das, dass er sich so gut ausdrücken kann. Sogar die Polizei, er wurde von der Polizei angehalten, Bro, ein paar Mal. Und selbst die machen Auge da drauf. Ja, das kann ich auch nicht verstehen, Bro. Das ist eine Gabe, das ist eine Begabung, Junge. Das wurde von Gott geschenkt, diese Gabe. Genauso wie meine behinderte Art mir geschenkt wurde, wurde diesem jungen Mann so eine Ausdrucksweise, Bruder, wurde ihm ins Hirn geschallert oder wie, keine Ahnung. Ich weiß, ihr seht, ich kann mich überhaupt nicht artikulieren. Das war kurz off-topic. Ich weiß gar nicht, wieso ich auf dieses Thema gekommen bin. Achso, ja, genau, weil ich mich selber nicht artikulieren kann. Und natürlich ist es dann krank zu sehen, wenn ein anderer das kann. Und das ist so, dieser Mensch redet so, er erzählt so simple Stories aus seinem Leben, aber es fesselt dich so, dass du wirklich bis zum Ende zuschauen musst. Boah, der Golf ist da, Junge. Er kann die Kurve, Junge. Ich bin den lang nicht mehr gefahren. Bruder. Alter, komplett aus dem Konzept gebracht hat mich diese scheiß Kurve da unten. Ja, was habe ich denn jetzt? Was ist wieder hier Salatvideo? Komplettes Salatvideo. Ihr merkt, ich will die Zeit jetzt wirklich so nutzen, um ein bisschen, ja, einfach zu labern. Das ist ein No Destroy November. Das ist einfach ein Laber-November. Wir werden einfach labern. Und ihr seht auch jetzt an den Klicks, das ist so. Digga. Das ist so. Die Klicks gehen runter. Gestern das Video, 50.000 Klicks. Vorgestern das Video, weniger Klicks als 50.000 Klicks. Und jetzt die darauf folgenden Videos werden noch weniger Klicks haben, obwohl ich 300.000 Abonnenten habe. Aber so ist YouTube. YouTube ist dreckig. Und mir fehlt hier, bitte Wischwasser aus. Wischwasser fehlt mir, fuck. Ja, YouTube ist eine sehr, sehr dreckige Plattform. Eine sehr schnelllebige Plattform. Und wenn man nicht, ja, so kranke Sachen durchzieht und immer im Trend ist und also den Trend verfolgt oder so übertriebene Sachen halt macht, dann ist man ganz schnell weg. So ist das. So ist das leider. Das gehört zum Business dazu. Das macht auch sehr viele YouTuber kaputt. Das weiß ich. Und ich kann das nachvollziehen, dass sehr viele YouTuber da draußen kaputt macht. Dieser ständige Druck, Junge, immer dieselben Klicks zu haben. Ein Tipp von mir hier. Niemand motiviert YouTuber. Stimmt. Geschäftslücke. Nee, wie nennt man das? Lücke. Zahnlücke. Doppelte Zahnlücke. Nein, warte mal. Digga, was ist los mit mir, diese Lücke, Alter? Nicht Geschäftslücke, sondern Marktlücke. Marktlücke, ich hab es jetzt. Marktlücke. Junge, ich hab's gefunden. Ich hab's selber gefunden. Mein Kopf hat es gefunden, Junge. Meine vier Synapsen, die noch so gerade noch so arbeiten, haben das gefunden. Das ist eine Marktlücke. Einfach jeder Coach motiviert ja so die Leute da draußen, aber wie wäre es mal einfach so mit YouTubern zu motivieren? Wir bringen einen Plan raus und verlange dafür 5.000 Euro, da ja YouTuber ein bisschen reicher sind, da muss man ein bisschen höher ansetzen mit dem Preis. Was eine Marktlücke. Was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, ich wollte mal kurz, falls irgendein dreckiger YouTuber hier zuschaut, ich sag dir ganz ehrlich, das mit den Klicks und so, ich weiß, ihr verfolgt das so und ihr wollt immer krasse Klicks. Ich auch, Digga, ich freue mich auch über jeden Klick und das ernährt mich ja auch. Ich bin ja jetzt selbstständiger YouTuber, ich lebe davon. Ein Tipp von mir, bringt mal extra mal einen Monat lang komplett anderen Content. So komplett anders, damit es euren Algorithmus komplett wegschallert und eure Klicks wieder komplett auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, Junge. Damit die komplett weggeschallert werden, so wie bei mir. Ich glaube, daran wächst man mehr, wie wenn man jeden Tag durchzieht, auf Krampf vielleicht auch noch. Ich kann mir vorstellen, oder es ist so Tatsache, viele YouTuber machen das ja krampfhaft schon. Die ballern Content raus, Alter, nur wegen Klicks, Fame und so. So einer wollte ich nie sein. So einer werde ich nie werden. Und deswegen machen wir jetzt extra diesen November, Bruder. Obwohl ich die Kohle habe, die Zeit habe und auch weiß, dass ich hier wenden muss jetzt. Bro. Oh nee, da ist eine geile Kurve. Warte mal. Oh, geile Kurve. Zwei geile Kurven. Erst Kurve. Rein in die Kurve. Bretter. Und nochmal. Boah, geil. Das war geil. Oh, jetzt können wir zurückfahren. So, wo bin ich stehen geblieben? Ja genau, obwohl ich weiß, welchen Content ich rausballern muss, damit die Klicks wieder stimmen, mache ich das nicht. Ich mache den November extra gechillt.
extra. Extra! Ich hicke mich einfach selbst. Aber diejenigen, die diese Videos trotzdem schauen, das geht jetzt raus an euch, und die so lange dabei geblieben sind, weil ich habe gesehen, die Watchtime ist auch weniger geworden, ist ja alles normal. Ich küsse doch eure Schamhaare und euren After. Ihr seid die richtigen, brutalen Abonnenten, die immer gucken. Und das schätze ich an euch, das ist krank. Daran sieht man auch, wer nur wegen Zerstörungen am Start ist. Also wir können hier reinfahren, hier wenden. Ich muss wieder ein bisschen zurückfahren, Junge, meine Eltern vermissen mich schon. Hey, was ist das? Ja, Mann, das sind einfach die treuesten Abonnenten. Kann ich hier wenden, Bro, ohne jetzt jemanden hier, ohne mich selber umzubringen, meine ich. So, auch die ganzen Leute, die den Merch bestellt haben, auch, das sind auch wirklich die treuesten Abonnenten. Ich schätze das übertrieben. Und die einfach nur die Zerstörungen sehen wollen, auch nicht schlimm. Ihr könnt alle gucken, Bruder, aber das sind halt diejenigen, die halt nur die Zerstörungen sehen wollen. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich werde mich verändern, Bruder, was das angeht. Also irgendwann mal werde ich auch meinen Content komplett verändern. Vielleicht mal gucken, wie mein After Lust hat. Ich weiß es nicht, aber das kann sein, dass ich irgendwann mal keine Zerstörungen mehr mache. Solange es mir noch Bock macht, also mir macht es auf jeden Fall Bock, mache ich das. Hier. Kurve, 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 Kurve. Ah, dritter Gang. Und Kurve, 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 Kurve. Oh, das macht Bock, Alter. Das würde mit dem SLK hier aber noch mehr bocken. Oh, ich dachte, da kommt jemand. Ich habe jetzt echt einfach mal gelabert. Einfach mal reingelabert aus dem After. Boom. Keine Ahnung, was ich alles gesagt habe. Ich habe alles wieder vergessen. Ich bin ein sehr, sehr vergesslicher Mensch. Das war's hier mit diesem Drecksvideo. Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß. Ich wünsche euch viel Ungesundheit und bleibt schlecht gelaunt. Das war's, Junge. Das war's. Komm, das war's.